Hi, ich bin Seda, Lars von All About Samsung und heute gibt es ein kleines Video zu einem meiner irgendwie überraschenden technischen Highlights 2019 bisher, den Samsung Galaxy Buds. Und das ist für mich tatsächlich ein wenig überraschend, dass so kleine Kopfhörer eines meiner Highlights 2019 sind. Ich habe mir die privat gekauft und das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber für mich ist es relativ selten, dass ich mir Technik kaufe. Die habe ich mir günstig bei eBay Kleinanzeigen geschossen, in der weißen Version, die mir dann nicht so gut am Ende gefiel nach ein paar Wochen Nutzung, die ich dann mit Deep Brand Skins auch noch so aufgepimpt habe. Und diese kleinen Kopfhörer gefallen mir unfassbar gut. Denn sie haben mehrere Vorteile. Erstens, sie sitzen richtig fest im Ohr. Ich mache damit Sport, ich kann damit hüpfen, ohne dass die Dinger rausfallen. Das ist schon mal so ein Punkt, der mir einfach sehr wichtig ist. Wenn ich schon in ihr nutze, dann muss ich keine Angst haben, dass die Dinger irgendwo mal auf dem Gehweg landen oder so. Wäre ja blöd. Und sie haben vor allen Dingen auch den Vorteil, so kleine Kopfhörer habe ich immer dabei. Das ist keine Pillendose, sondern das ist das Ladecase. Das ist also ein Akku drin, der ungefähr die doppelte Kapazität hat. Und die laden da drin in diesem Case. Ich habe die immer dabei und wenn ich sie rausnehme, sind sie immer geladen. Geile Nummer. Und das hat am Ende bei mir dazu geführt, dass sogar meine bis dato geliebten Sennheiser Momentum Wireless, die ich eigentlich immer praktisch fand und auch immer gut fand und wo ich das ANC, also das Active Noise Cancelling, richtig gut fand, also die Rauschunterdrückung, wenn ich zum Beispiel im Flugzeug sitze oder so, die wurden abgelöst. Also die nutze ich aktuell gar nicht mehr, weil es ist irgendwie immer unpraktisch mit so Kopfhörern. Entweder man hat ein Case dafür mit, ja, aber dann hat man halt auch immer so ein Case mit. Das ist halt auch schon ein bisschen nervig. Oder man packt so meinen Rucksack oder so. Oder man läuft wie so ein Möchtegern-DJ irgendwie immer mit den Kopfhörern um den Hals rum. Es ist halt auch nicht mein Fall. Also finde ich ein bisschen nervig. Und deswegen haben bei mir inzwischen die Samsung Galaxy Buds die Sennheiser Momentum Wireless abgelöst. Vom Sound her nicht immer vergleichbar. Ey, klar, dass bei so großen Kopfhörern der Bass eine komplett andere Liga ist. Aber der ist hier inzwischen erstaunlich gut. Zu dem Buds selber erstmal. Also wenn man sich die genau anschaut, dann sieht man, das sind relativ kleine, kompakte Kopfhörer. Man sollte sich allerdings nicht so ganz von den Angaben auf der Rückseite irritieren lassen, weil die stimmen nicht so ganz. Das Case hier hat eigentlich 252 mAh und die Buds haben jeweils 58 mAh Akku hier unter der Haube. Dazu relativ große Driver, also für so kleine Kopfhörer sind da relativ große, um es mal so auszudrücken, Lautsprecher drin. Und darüber hat man außerdem hier, in dem schwarzen Punkt, auch noch die Möglichkeit, so ein bisschen dann ja, zu erkennen, dass der Körper überhaupt weiß, dass hier gerade Buds im Einsatz sind. Über diese beiden Pins, die ihr seht, diese goldenen glänzenden Flächen, da wird das Ding dann im Case letztendlich geladen. Das Case selber geht eigentlich komplett zu, ich habe es aber jetzt beklebt, die Buds. Man hat nämlich bei Deep Brand Skins dafür rausgebracht und ich fand es irgendwie komplett in weiß nicht so ganz so schick. Deswegen seht ihr jetzt hier die Skins drauf. Ich finde es aber so eigentlich ganz schick geworden. Hier hat man dann noch eine kleine Lade-LED, die sagt, wie die Ladung für die beiden Dinge aussieht, wenn sie geladen werden oder eben nicht. Hier seht ihr rot, jetzt werden sie geladen. Und so könnte ich das Ding jetzt sofort nutzen. Ihr seht es auch in der App die ganze Zeit. Also ich packe es jetzt rein. Das Case erkennt sofort, beziehungsweise das S10, das ich jetzt nicht mehr benutze. Wenn ich es jetzt rausnehme, dann zack, könnt ihr es ja jetzt sofort benutzen. Und ihr seht, sofort sind die jetzt connected und ich kann sie hiermit benutzen. Man muss dazu sagen, dass es hier sehr viele Firmware-Updates in den letzten Monaten gab. Das ist tatsächlich, finde ich, ein guter Service, wenn man nämlich hier in den Infos zu den Ohrhörern guckt. Aktualisieren der Ohrhörersoftware kann man hier immer überprüfen, ob es eine neue Software gibt. Theoretisch sollte es jetzt nicht schon wieder eine geben, weil ich die letzten Wochen immer wieder das Ganze geprüft habe. Aber da gab es tatsächlich einige Updates und vor allen Dingen mit dem letzten Update, das hat mich wirklich gewundert. Ich habe mich da auch noch meinem Team dann vergewissert, dass ich nicht unrecht liege. Aber der Bass, der wurde tatsächlich nochmal deutlich verbessert. Also ich finde den Sound ziemlich gut. Es kommt aber so ein bisschen darauf an, worauf man sich letztendlich einstellt. Denn hier oben sieht man erstmal, wie die beiden verbunden sind und man sieht die jeweilige Akkuladung. Ihr seht, beide haben gerade 100%, sind also voll geladen. Dann habe ich hier einen kleinen Equalizer und da kann man den Ton dann auch live drin verändern. Kann ich allerdings nicht machen, weil die spielen den Ton nur ab, wenn ich sie jetzt im Ohr habe. Ansonsten hört man so nichts. Und ich persönlich bin dann doch ein sehr starker Fan davon, den Ton nur auf dynamisch zu lassen. Weil ich finde, dann ist so die Gewichtung zwischen ja, dem Bass und trotzdem noch vernünftigen Höhen wenigstens gegeben. Bei den Benachrichtigungen kann man einstellen, welche man überhaupt haben möchte. Wäre ich sehr vorsichtig mit, weil das ist schon hart nervig, wenn man
mitten im Song dann irgendwie voll gelabert wird, weil irgendwas auf WhatsApp kam. Man kann die Samsung Galaxy Buds über das Touchpad bedienen. Und das Touchpad, das ist halt diese Fläche hier oben drauf, die ist halt nicht wahnsinnig groß. Das heißt, da könnt ihr nicht komplette Gesten oder so machen, sondern man hat im Ergebnis 3 bzw. 4 Interaktionsmöglichkeiten. Den einfachen Tipp, dann den doppelten Tipp, den dreifachen Tipp und man kann das Ganze auch gedrückt halten. Hier steht erstmal, was so die normale Interaktion ist. Bei einmal tippen heißt es überhaupt Play oder Pause, also Titel abspielen oder nächsten oder beziehungsweise anhalten. Wenn ich zweimal tippe, dann spiele ich den nächsten Titel ab oder auch ganz wichtig, wenn ich zum Beispiel Musik höre und ich werde angerufen, kann ich zweimal drauf tippen und dann nehme ich den Anruf ab oder wenn ich nicht mehr möchte und mein Gesprächspartner mich nervt, drücke ich zweimal drauf und dann ist das Gespräch auch beendet. Wenn ich dreimal drauf tippe, kann ich den vorherigen Titel wiedergeben, ohne dass ich irgendwie erst ans Smartphone muss und zurückdrücken muss. Und wenn ich gedrückt halte, tja, dann habe ich hier eben die Möglichkeit, hier einzustellen, was passieren soll. Und da gibt es verschiedene Optionen. Links habe ich hier jetzt mal den Sprachbefehl. Das heißt, wenn ich links gedrückt halte, dann öffnet sich der Google Assistant und ich kann Sprachbefehl abgeben. Oder aber, was ich manchmal mache, ist links leiser, rechts lauter. Hat halt den Vorteil, ich kann zwischendurch auf die Musik reagieren. Wenn ihr aber eh mal die gleiche Lautstärke hat und ich das im Smartphone einstelle, dann ist mir das egal. Dann finde ich es besser, wenn man noch andere Aktionen drauflegt, zum Beispiel auch rechts die schnellen Umgebungsgeräusche. Finde ich manchmal ganz praktisch, wenn man schnell mal nur was hören möchte, dann kann man eben länger drauf gedrückt halten und dann wird über das Mikro, dieser kleine Punkt hier, erkannt, was draußen eigentlich an Tönen ist und das wird dann quasi in die Galaxy Buds weitergegeben, klingt dann ein bisschen blechern, aber die isolieren sonst einfach so gut und so hört man wenigstens, was draußen passiert. Und das war es dann eigentlich auch schon mit den Interaktionen. Es ist jetzt nicht wahnsinnig kompliziert und ich finde, das ist halt auch so einer der guten Punkte bei den Galaxy Buds. Eine letzte Kleinigkeit gibt es noch in der Software und zwar, die sind halt ziemlich klein, die Buds. Und wenn man die nicht immer sorgfältig ins Case reinlegt, dann wird es gefährlich. Und das ist mir tatsächlich auch schon passiert, dann hatte ich das Case irgendwo rumliegen und habe die erstmal nur irgendwo hingelegt und dann waren sie erstmal weg. Dann hatte ich halt diese kleinen Ohrstöpsel plötzlich verlegt. Und dafür gibt es auch eine Option, wenn sie nämlich weg sind, kann ich auf Find My Earbuds klicken und dann muss man jetzt gut hinhören. Weil es klingt so ein bisschen wie Vogelgezwitscher, aber... Ich halte jetzt mal ans Mikro. Ihr hört, der piept jetzt so ein bisschen und damit könnte ich theoretisch merken, wo es jetzt gerade piept und die wiederfinden, ist so eine Kleinigkeit, dass ich jetzt nicht, ne, ich kann es dann wieder ausstellen, dass ich jetzt nicht ewig die Dinger suche, sondern ich kann mal versuchen, sie darüber zu orten. Und das war's. Also insgesamt eine sehr übersichtliche Oberfläche, aber das bei, finde ich, einem ziemlich guten Sound, wie gesagt, auf dem Equalizer auf dynamisch, den sollte man eingestellt auf dynamisch lassen. Und dann sind die Dinger einfach top. Also, das war ein kurzes Video zu den Samsung Galaxy Buds. Und ich muss sagen, ich bin wirklich ziemlich begeistert von den Dingern. Klar, es gibt so einen Punkt, über den kann man so ein bisschen streiten. Brauchen die Dinger einen internen Speicher? Weil wenn man den hätte, dann könnte man direkt darüber Musik abspielen, wenn man die draufgeladen hat, irgendwie Spotify offline. Und dann bräuchte ich jetzt zum Beispiel im Fitnessstudio nicht immer noch das Smartphone dabei haben. Nur als Beispiel. Das wäre natürlich irgendwie ganz nett, das haben ja auch die Vorgänger, die alten X 2018 und so weiter, die hatten ja noch internen Speicher. Den habe ich hier jetzt nicht mehr, aber ich brauche ihn irgendwie auch nicht. Und ich finde die Dinge ansonsten absolut geil. Die haben mich wirklich überzeugt. Deswegen, ich gehe jetzt noch eine Runde Sport machen. Ich hoffe, euch hat das kurze Video zu den Samsung Galaxy Buds gefallen. Wenn ihr Fragen dazu habt, ab damit in die Kommentare und wir sehen uns die Tage wieder in einem anderen Video. Ciao.